Hallihallo und willkommen zu meinem ersten Industrial Craft In-Game Tutorial. Damit gehe ich auf die Grundlagen ein, die wir hier in Industrial Craft haben. Fangen wir mal an mit den Rohstoffen. Und zwar suche ich mir die mal kurz in Too Many Items. Wo sind sie? Da, das, das, das. So, wir haben Kupfererz, wir haben Zinnerz, wir haben Uraniumerz. In Englisch Copper Ore, Tin Ore und Uranium Ore. Die kann man, soweit ich weiß, mit Steinspitzhacken, also die beiden Metalle mit Steinspitzhacken abbauen. Für Uranium braucht man aber Eisen. Wo habe ich jetzt Eisen? Da oben. Gucken wir mal kurz. Lag. Lag, was ist denn das hier? Also, jawohl. Kupfer und Zinn kann man mit Steinspitzhacken abbauen, aber Uranium eben nicht. Das dauert jetzt extrem lange und da würde wahrscheinlich kein Uran bei rauskommen. Dazu braucht man dann die Eisenspitzhacke. Das Uranium wird direkt hier zu dem Klumpen hier, wird nicht zu so einem Block. Spielt aber auch keine weitere Rolle. Was man damit macht, erkläre ich euch später. Ich gucke erstmal nach dem nächsten Rohstoff. Das wäre Gummi. Dazu bräuchten wir erstmal einen Gummibaum. Ich werde euch auch alle Crafting-Rezepte erstmal einmal erklären und mir dann alles weitere, was ich nach diesem Rezept brauche, ercheaten. Der Tutorial-Sinn ist ja durch dieses einmal Erklären vorhanden. Ich finde nur gerade keine Gummibäume. Das ist auch hier in so einem Fichtenwald eher ungünstig. Da habe ich jetzt vorher nicht groß drüber nachgedacht. Ich fliege hier mal ein bisschen durch die Gegend. Und ich sehe gerade, ich bin gar nicht auf Peaceful. Ist vielleicht für ein Tutorial ein bisschen sinnvoller. Die sind auch ziemlich leicht zu erkennen, die Gummibäume. Da guckt nämlich ein Zipfel oben raus. Beziehungsweise da ragt ein Zipfel oben drüber weg. Haben wir aber gerade nicht. Nö. Gut, dann machen wir es anders. Dann pflanze ich schnell einen Gummibaum. Plumps. Pflanze ich hier einfach mal ein. Den hatte ich hier doch schon irgendwo gesehen. Oder auch nicht. Gummibaumsetzling. Irgendwo. Vielleicht. Gibt's nicht. Wie unprofessionell von mir. Da ist er. Rubber Tree Sapling. Pflanzen wir uns da gleich mal drei Stück von. Dann brauchen wir ganz normales, herkömmliches Bone Meal, was wir auch hier haben. Das ist ein gepflanzter Setzling und diese Legs, die regen mich gerade ein bisschen auf. So sieht der Baum aus, wenn er gewachsen ist. Setzen wir uns da nochmal einen hin und dann da drüben nochmal einen. Und wie gesagt, die haben da, na gut. Sieht man gerade nicht so sehr, aber hier diese zwei Blöcke, die da oben rausragen, ich meine, das ist aus der Entfernung kann man die Bäume schon relativ leicht erkennen als Gummibäume. Gut, hier sieht man jetzt schon, die haben hier so komische Stellen dran. Da kann man dann mit einem Tree Tap dran gehen. Für einen Tree Tap brauche ich erstmal eine Workbench. Die war auf der ersten Seite. Nee, auf der zweiten Workbench. Dann brauche ich ganz normales Holz. Workbench einfach mal dahin. Und zwar brauchen wir einen Tree Tap, den man in der Form craftet. Einfach normale Holzplanken. Hier unten ein, die drei in der Mitte und oben in der Mitte ein. Ergibt einen Tree Tap, sieht so ein bisschen aus wie ein Wasserhahn, aus dem so ein Tropfen Öl tropft. Mit diesem Tree Tap machen wir an diesen komischen Stellen hier einen Rechtsklick. Diese Stellen können auch irgendwo weiter oben am Stamm sein. Das heißt, auch immer mal durch die Blätter gucken oder mal die Blätter abhauen und gucken, ob da
oben drin was ist. Daraus kriegen wir hier dieses Sticky Resin. Das braucht man, um Gummi herzustellen, was man wiederum unter anderem für Kabel braucht. So, dann hatten wir da noch das eine. Hatten wir da noch eins. So, das wird wohl reichen. Ansonsten kann ich mir ja gleich noch mal ein bisschen Resin entsheeten. Ihr seht ja, wie es im Grunde genommen funktioniert. Und diese Gummibäume geben auch spezielle Setzlinge ab, wenn man sie abfällt. Das habe ich ja eben schon entsheetet, die Gummibaumsetzlinge, die wir hier hatten. Da kann man sich dann irgendwo Gummibäume suchen und die dann zu Hause anpflanzen, wenn man sie gefunden hat und abgeholzt hat. Ich mache hier mal Time Day, weil man tagsüber bessere Tutorials machen kann. So, das Sticky Resin, das kann man im stinknormalen Ofen. Zack, Ofen, kennt man ja aus Minecraft. Kann man ganz normal einschmelzen, zack. Und da kriegt man dann gleich Gummi raus. Hier das normale Erz, kann man sich auch einschmelzen. Zinnerz und Kupfererz. Aus einem Resin kriegt man im Ofen einen Gummi. Machen wir gleich mal weiter mit dem Ofen. Denn man kann sich auch. Das Simpelste ist ein Eisenofen craften. Dazu bräuchte ich erstmal Eisen. Das ist da. Könnte man entweder, indem man hier einfach die Form eines Ofens macht, hat man einen Eisenofen. Kostet 8 Eisen, es geht aber auch günstiger. Nämlich, wenn man hier unten einen Ofen reinsetzt und in der Form nur 5 Eisen verbraucht, hat man auch einen Eisenofen. Iron Furnace. Ist im Prinzip dasselbe wie ein stinknormaler Ofen, mit dem Unterschied, dass er 25% schneller brennt. Oder 20%? Ne, 25% sind es, genau. Das heißt, aus einer Kohle kriegt man nicht 8 Items eingeschmolzen, sondern 10 Items. Das ist im Prinzip wirklich nur, dass man ein bisschen Kohle spart, beziehungsweise dass er schneller brennt. Mehr bringt der nicht. Allerdings kann man aus diesem Eisenofen auch einen elektrischen Ofen machen. Und zwar braucht man dafür erstmal einen Schaltkreis. Für einen Schaltkreis braucht man Kupfer. Hier Kupfer, da also einfach rein. Und das Kupfererz wird dann zu Kupferbarren eingeschmolzen. Wie gesagt, nur damit ich euch mal das Crafting und so zeige. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich die Barren? Die waren auch irgendwo hier hinten weiter. Da unten. Kupfer. So, und zwar macht man da. Jetzt brauche ich Gummi, habe ich hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gummi. Und 3 Kupfer in der Mitte. Hat man ein Kupferkabel, ne? In der Mitte des Kupfer aus so einem Gummiisolierung, wie man es auch aus dem Real Life kennt. Kupferkabel, 6 Stück. Daraus, wenn man normales Eisen einschmilzt, kriegt man Refined Iron. Das wäre dann hier das da. Also einfach Eisen nochmal in den Ofen rein, dann fängt er an, Refined Iron draus zu machen. Dieses Refined Iron brauchen wir jetzt, um erstmal einen elektrischen Schaltkreis zu machen. Dazu brauche ich noch Redstone, das war irgendwo hier. Da. Redstone, so rum. Dann die 6 Kabel dahin. Hat man einen erweiterten Schaltkreis. Wem die ganzen Rezepte jetzt zu schnell sind, alles kein Problem, ist alles im Wiki nachzulesen. Link ist unten in der Videobeschreibung zum Industrial Craft Wiki. Ich werde auch den Link zur Installation von Industrial Craft 2 für Minecraft 1.0 noch in die Videobeschreibung stecken. Und im Wiki kann man wirklich alles nachlesen, ist alles schön sortiert und so weiter und so fort. Braucht da keine Angst zu haben, falls ihr jetzt mal was verpasst. Also auf die Art hier die
sechs Kabel, da zwei Redstone und da ein Refined Iron, macht man sich einen elektrischen Schaltkreis. Mit diesem elektrischen Schaltkreis, erstmal brauchen wir noch einen Maschinenblock. Und dann nehmen wir einfach die Refined Iron und legen die in einer Achterkombination außen rum, kriegt man einen Maschinenblock. Mit dem Maschinenblock, ja, der könnte man sich jetzt auch wieder zurückcraften zum Refined Iron. Mit diesem Maschinenblock und diesem Elektroofen und dem elektrischen Schaltkreis. Sekunde mal, ich glaube, man brauchte den Maschinenblock gar nicht. Genau, man brauchte keinen Maschinenblock, man braucht nur diesen Elektroofen, diesen Eisenofen, den Schaltkreis und zwei Redstone. Dann kann man sich den Elektroofen machen. Der Elektroofen, wie der Name schon sagt, funktioniert nur mit Elektrizität. Das heißt, man kann hier zum Beispiel Holz reintun, aber es passiert nichts. Wenn ich da jetzt das Iron reintue, tut sich nichts. Der arbeitet nur mit Strom. Um Strom zu kriegen, brauchen wir einen Generator. Den Generator bauen wir mit eben diesem Maschinenblock, den wir uns schon gemacht haben, und einem herkömmlichen Ofen und einer Batterie. Klingt das alles ein bisschen viel, ist es aber gar nicht. Wir holen uns nochmal einen ordinären Ofen. Den kennen wir ja. Dann craften wir uns eine Batterie aus Zinnerz. Wo war das? Hier, Zinnerz. Habe ich euch ja auch schon gezeigt. Also hier das Zinn einfach einschmelzen, kriegt ihr Zinnerz raus. Dann brauche ich noch Kabel. Wie man die craftet, habe ich euch ja auch schon gezeigt. Die sind dann hier zu finden. Normale Kupferkabel. Und zwar brauchen wir da ein Kabel oben. Redstone in der Mitte und außenrum das Zinn. Kann man sich so merken, dass hier oben ist der Batteriekontakt, in der Mitte ist dann das, wo der Strom gespeichert wird und hier außenrum halt das Gehäuse. Hat man eine Batterie. Aus diesem Ofen unten, dem Maschinenblock in der Mitte und der Batterie oben wird dann ein Generator. Dann machen wir uns noch eine Batterie. Redstone. Ach nee, das ist Eisen, wir brauchen Zinn. Ja, sieht sich alles ziemlich ähnlich aus. Das, so, Zinn. Da. Und oben nochmal den, haben wir noch eine Batterie. Und zwar tun wir jetzt hier einen Generator hin. Da können wir dann irgendwas reintun, was brennt. Das heißt entweder Kohle oder Holz. Tun wir einfach rein und der fängt jetzt an, Strom zu produzieren. Der hat hier so einen kleinen internen Speicher, der wird langsam aufgefüllt. Wie gesagt, das kann man auch mit Kohle machen. Haben wir hier Kohle. Hält dann natürlich auch ein bisschen länger. Hier oben können wir dann die Batterie reintun. Die wird jetzt aufgeladen. Diese aufgeladene Batterie kann man dann hier rausnehmen. Ich lasse das jetzt mal so und kann man hier reintun. Die versorgt dann den Elektroofen mit Strom, kann dann hier was machen. Das kann man entweder mit dieser Batterie machen für die Anfangszeit, während man noch nicht so viel Sachen hat, oder man kann, wir sehen jetzt, ich habe hier keine Batterie mehr drin, der hat jetzt hier auch gleich keinen Strom mehr. Die Spannung nimmt ab, kriegt den noch raus und jetzt ist er leer. Man kann aber auch direkt mit einem Kupferkabel das Ganze an den Generator anschließen. Dann wird der Ofen direkt aus dem Generator gespeist. Man sieht, der leuchtet hier schon und fängt hier wieder an zu arbeiten. Also die Batterie braucht man nicht zwingend. Wie gesagt, der Generator kann den auch direkt betreiben. Gut, dann kommen wir gleich weiter zu dem nächsten Gerät, was man sich ziemlich früh bauen sollte. Das ist der Macerator oder Macerator. Dazu braucht man nochmal einen Maschinenblock. Habe ich hier jetzt noch, reicht sogar, einen Maschinenblock. Bevor ich mir den mühsam raussuche aus Too Many Items, mache ich mir den lieber so. Dann brauchen wir Flint, also Feuerstein. Der
ist irgendwo hier. Flint. Und ganz gewöhnlichen Cobblestone. Und einen weiteren Schaltkreis, dessen Rezept ich euch ja auch schon gezeigt habe. Wo haben wir den? Hier haben wir den elektrischer Schaltkreis. Machen wir gleich mal ein paar mehr. So, und zwar kommt hier unten ein Schaltkreis hin, da drüber der Maschinenblock, links und rechts davon der Cobblestone und oben dreimal Flint. Haben wir einen Macerator. Den können wir jetzt auch direkt hier dranhängen. Der wird dann auch gleich mit Strom versorgt, wenn hier denn Strom drin ist. Das ist jetzt nämlich was ganz Interessantes. Und zwar, ich habe hier ein Zinnerz. Wenn ich den in den Macerator tue, das dauert jetzt ein bisschen, bis der das Ganze verarbeitet hat. Der wird gecrushed und gecrushed und gecrushed. Hier sieht man schon an der Hand der Animation, aus einem Stück werden viele kleine Stücke. Und zwar wird daraus genau zweimal Zinnstaub. Aus einem Erz wird zweimal Staub. Ich mache hier nochmal Time Day. Andererseits, aus diesem zweimal Zinnstaub kann man beziehungsweise aus einmal Zinnstaub kann man einen Barren machen. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, um aus einem Erz zwei, Entschuldigung, da muss ich kurz aufstoßen, aus einem Erz zwei Barren zu machen. Das ist wirklich praktisch, um Rohstoffe zu sparen, beziehungsweise wenn man wenig findet, viel rauszuholen. Gut, dann mache ich hier mal einen ganz kurzen Aufnahmeschnitt. Bis gleich. So, da ist er auch schon wieder. Ich muss mir noch mal kurz mein weiteres Konzept überlegen, wie es mit dem Tutorial weitergeht. Und zwar machen wir jetzt erstmal den Extraktor. Der sollte auch ziemlich früh kommen, um Ressourcen zu sparen. Für den Extraktor braucht man vier von diesen Tree Tabs. Die habe ich euch ja auch schon gezeigt vorhin, wie man die craftet. Die haben wir hier. Eins, zwei, nein, das sind Boots. Ich leere mal eben mein Inventar aus. Eins, zwei, drei, vier. Dann brauchen wir einen Maschinenblock. Dafür nehme ich mir einfach mal Refined Iron. Und einen elektrischen Schaltkreis. Ich glaube, das war es auch schon. Und zwar machen wir uns den Maschinenblock. Dann kommen die vier Tree Taps dahin. Und der, so rum, ja. Oben der Maschinenblock, in der Mitte der Schaltkreis, haben wir den Extraktor. Den Extraktor stelle ich mir dann einfach mal hier hin. Wo hatte ich die Batterie? Hatte ich die wieder rausgenommen irgendwie? Ja, scheinbar. Na gut, mache ich mir noch mal eine neue Batterie. So, die muss ja jetzt nicht voll sein. Der Extraktor ist da drüben. So. Kann zum Beispiel aus diesem Sticky Resin, was wir aus den Gummibäumen gekriegt haben, mehr machen. Also wir haben ja gesehen, im Ofen, zeige ich euch nochmal kurz, aus einem Resin, eins habe ich da drin, wird ein Gummi. Allerdings, wenn ich hier ein Resin rein tue, werden daraus drei Gummi. Das dauert jetzt ein bisschen länger, glaube ich, als wenn man den in den normalen Ofen tut. Aber wie gesagt, man kriegt mehr. Aus diesem einen Resin gibt es, wie gesagt, drei Gummi. Man könnte auch, ich hole mir jetzt mal so eine Bronze-Axt, erkläre später noch, wenn es zu den Werkzeugen geht. Man könnte sich auch hier einfach den Baum abholzen, komplett abholzen. Vielleicht fallen da ja gleich noch Setzlinge runter. Dann können Sie sich auch hier dieses Holz nehmen, das Rubber Tree Wood, Rubber Wood, sprich Gummiholz oder Gummibaumholz, kann man da auch reintun. Der macht dann nämlich aus einem Holz macht der auch noch mal ein Gummi. Dieser Extraktor ist die einzige Möglichkeit, um noch aus diesem Holz was zu machen. Man könnte das Holz auch zu Holzplanken machen, allerdings bringt das nur drei Holzplanken. Ein normales Holz würde vier Holzplanken bringen. Man kann auch den
Lags. Man kann auch den Robert Wood in den Ofen tun und kriegt dann normales Holz draus, was man dann entweder zu Holzkohle weiterverarbeiten kann oder zu den besagten vier Holzplanken. Gut, hier haben wir es mal drin. Da hatte ich jetzt drei Holz drin. Das wurde jetzt auch zu dreimal Gummi. Gut, das war das. Dann kommt als nächstes der Kompressor. Dazu brauchen wir einen Schaltkreis, den wir hier haben. Dann brauchen wir einen weiteren Maschinenblock. Dann brauchen wir noch Stone bzw. Clean Stone. Sechs Stück. Und ich glaube, das war's schon. Die ordnen wir hier so an der Seite an. Hoch. Dann hier den Maschinenblock. Da drunter, glaube ich, den Schaltkreis. Genau, haben wir einen Kompressor. Der Kompressor wird für verschiedene Sachen benötigt. Zum Beispiel kann man damit aus dem Uranium, was wir vorhin schon hatten, als ich die Rohstoffe erklärt habe, hier aus diesem Uranium-Erz kann man das für Feinduranium machen, also quasi diese Uranium-Barren, wenn er Strom hat. Zack. Und dementsprechend kann man dann, ja, wie gesagt, hat man diesen Uranium-Barren gleich und den kann man dann später benutzen für einen Nuklearreaktor, den ich in einem ganz speziellen Part erkläre. Refined Uranium. Da kann man noch viele weitere Sachen mitmachen. Man kann damit, das zeige ich euch mal kurz. Man kann aus Kohle Diamanten machen. Und zwar braucht man für einen Diamanten im Prinzip ein Stack Kohle. Da hole ich mir jetzt nochmal eine voll aufgeladene Batterie. Zack. Und zwar im Macerator macht man aus der Kohle Kohlenstaub. Aus einer Kohle wird ein Kohlenstaub. Dementsprechend haben wir aus 64 Kohle gleich 64 Kohlenstaub. Den Prozess beschleunige ich jetzt mal eben, indem ich mir ein Stack Kohlenstaub ercheate. Das ist hier genau dasselbe. Coal Dust, Coal Dust. Also das wird hier hergestellt. Dann brauchen wir den Flint, den wir irgendwo hier hatten. Da. Acht Stück in der Mitte. Dann jeweils acht Dinger außenrum. Das war dumm. So. Man könnte natürlich auch weniger machen, aber wie gesagt, das ist halt das Rezept für genau einen industriellen Diamanten. So, jetzt haben wir hier acht von diesen Coal Balls. Die hauen wir in den Kompressor und kriegen daraus Compressed Coal Balls. Ich nehme hier die Batterie mal raus, tue die da rein. Das zeige ich euch exemplarisch mal eben mit einem. Da haben wir hier, wie gesagt, diesen Compressed Coal Ball, den ich wohl irgendwo hier auch finde, da. Compressed Coal Ball, der ist das. Wie gesagt, kriegen wir acht Stück draus. Und diesen Compressed Coal Ball, da brauchen wir jetzt entweder Ziegelsteine, also die Dinger, oder Obsidian. Ich glaube, das geht nur mit den beiden Blöcken. Die acht Coal Balls einmal rundherum legen, dann entweder die Obsidian rein, gibt einen Coal Chunk, oder die Ziegel da rein, gibt auch einen Coal Chunk. Ich mach's mal mit den Ziegeln. Ist beides dasselbe Item, was dabei rauskommt. Und das schmeißt man dann auch nochmal in den Kompressor. Und aus diesem Coal Chunk wird jetzt ein Industrial Diamond. Ein industriell hergestellter Diamant. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Gleich fertig. So, ein Industrial Diamond. Daraus kann man dann, habe ich Holz, mache ich so, Sticks.
Daraus kann man dann, wenn man das so macht, zum Beispiel eine stinknormale Diamantschaufel nehmen. Ist genauso viel wert wie jede normale Diamantschaufel. Man kann auch, wenn man mehr von diesen Diamanten hat, von diesen Industrial Diamonds, das sind die hier, kann man zum Beispiel auch eine Spitzhacke machen. Diamond Pickaxe. Man kann aber nicht industrielle Diamanten und normale Diamanten kombinieren. Das heißt, wenn ich hier einen normalen Diamanten habe, kann ich zum Beispiel nicht so machen oder so machen. Das heißt, wenn man mit Industrial Diamonds arbeitet, muss man entweder alles komplett aus denen machen oder alles komplett aus normalen Diamanten. Das nur nebenbei. Wie gesagt, mit dem Kompressor kann man noch ein bisschen mehr machen. Obwohl so viel mehr eigentlich auch nicht. Ja, dann kommt jetzt noch der Recycler. Dazu braucht man dementsprechend dann den Kompressor. Das war jetzt ungünstig, dass hier nur der Maschinenblock rausgekommen ist. Ich mache nochmal das Inventar leer. Der Recycler. Dazu brauchen wir, wie gesagt, den Kompressor, den ich gerade kaputt gemacht habe. Den haben wir. Wo haben wir den? Da, Kompressor. Dann brauchen wir auf jeden Fall Glowstone Dust, so viel weiß ich noch. Glowstone Dust, Glowstone, Glow, da. Und dann, nehmt es mir nicht übel, da muss ich doch ausnahmsweise nochmal nach einem Rezept gucken, weil ich den Recycler nicht so oft crafte. Das ist da. Ach ja, genau. Da braucht man genau ein Staubfeuer. Dann braucht man Dirt dreimal. Und dann braucht man nochmal das Refined Iron. Es ist wieder Nacht. Mach ich nochmal Tag. Und zwar setzt man sich den Kompressor in die Mitte. Da, da und da den Dreck. Da und da den Refined Iron. Und oben den Glowstone Dust. Wenn man jetzt zum Beispiel ganz viel Müll hat, den man nicht braucht, zum Beispiel ein ganzes Stack Dreck, kann man sich den Kompressor irgendwo hinstellen. Und ja, wie gesagt, es empfiehlt sich, das dann alles mit Stromnetzen zu verbinden, aber zum Strom komme ich dann im nächsten Tutorial. Das sind, wie gesagt, erstmal die Grundlagen, die Geräte und die Rohstoffe und Rezepte, die dazugehören. Jetzt suche ich mir noch mal eine Batterie. Eine Batterie, da haben wir sie. Zack. Wenn ich da jetzt einfach diesen Stack Dirt rein tue, fängt der an, das Ganze zu verarbeiten. Manchmal wird daraus Scrap, manchmal oder meistens wird daraus nix. Das ist immer ganz unterschiedlich, wie viel Scrap man da rauskriegt. Also das ist wirklich randommäßig, per Zufallgenerator und so. Ich werde mir jetzt einfach mal ein bisschen Scrap ercheaten. Das dauert hier eine Weile, bis der was zusammen hat. Und wie gesagt, dann müsste man da vielleicht noch mehrere Stacks reinmachen. Mit diesem Scrap kann man sich Scrap-Boxen machen. Und zwar braucht man da 9x Scrap für eine Scrap-Box. Diese Scrapbox kann man dann rechtsklicken und irgendwas rauskriegen. Ich versuche es nochmal mit einer zweiten Scrapbox. Oder ich mache gleich mal ein paar mehr. Mache ich mal drei. Manchmal kommt da was Sinnvolles raus, manchmal kommt da auch nur so ein Müll raus, wie jetzt das Holzschwert. So, was haben wir da sonst noch? Eine Holzhacke ist auch nicht besser. Ein Slimeball könnte man vielleicht gebrauchen und ein Brot. Es gibt auch die Möglichkeit, dass da Diamanten rauskommen. Das kann ich euch jetzt vielleicht noch mal zeigen, wenn ich mir jetzt ganz viele davon ercheate. Scrapboxen haben wir hier. Zack, 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 zack. Hier, da haben wir zum Beispiel Leder, Iron Dust und Gold Dust. Also Eisenstaub und Goldstaub. Da haben wir noch Golderz, hier haben wir noch mehr Leder, Slimeball, da haben wir einen Glowstone Dust, also hier Rotten Flesh.
Hin und wieder kommen da auch mal sinnvolle Sachen raus. Einen Diamanten hatten wir jetzt noch nicht. Da ist ein Apfel. Eine Feder. Chicken. Da gibt es halt auch Sachen, die öfter kommen. Hier haben wir einen Netherrack. Goldhelm. Kuchen. Ein Schild. Aber einen Diamanten hatten wir jetzt leider nicht dabei. Ich guck mal, oder haben sie das jetzt im neuen Update rausgenommen? Da haben wir noch was zu essen gehabt. Keine Diamanten. Es war mal so. Also da fühle ich mich jetzt so ein bisschen veräppelt. Nö, gibt's nicht. Remove Drops. Jetzt hole ich mir noch mal ein Stack und versuche es mal. Wenn ich da jetzt keinen Diamanten kriege, gebe ich es auf. Nee, sieht nicht so aus. Kann sein, dass sie das Ganze wieder rausgenommen haben. Oder dass ich einfach nur gerade zu blöd bin. Also im Moment kriege ich da keinen Diamanten raus, aber das gab es wie gesagt mal. So, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Gerät und zwar der Massfabrikator. Dazu stelle ich mir jetzt einfach mal eine MFSU hier hin. Genaueres zur MFSU kommt dann im nächsten Tutorial, wie gesagt, wenn es um Strom, um Kabel und um Stromspeichern geht. Ich brauche dann noch das da und der Massfabrikator. Für den Massfabrikator braucht man einen erweiterten Maschinenblock. Dazu wiederum brauche ich glaube, 16 Coal Dust. Dazu einen Maschinenblock. Zack, 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 zack. So, den Coal Dust muss man in der Form anlegen. So, zack. Kriegt man hier Raw Carbon Fiber. Das wiederum kommt in den Kompressor, den wir nicht mehr haben. Aber ihr kennt ja das Rezept, also hole ich mir mal eben einen Kompressor. Kompressor da unten. Schließe ich hier einfach mal an das Stromkabel mit an. Kommt einfach so in den Kompressor rein, wenn der den Strom hat. So. Nein, nicht Ofen. Da in den Generator. So, du hörst hier mal auf. Gut, der wandelt das jetzt. Nein. Entschuldigung, war das jetzt der Extraktor? Oder, ach, Kopfklatsch. Tut mir leid, auch jemand, der Minecraft-Tutorials macht, kann mal einen Fehler machen. Flamed mich bitte nicht zu deswegen. Man muss die Dinger erstmal so anordnen in der Crafting Box. Dann kriegt man daraus Raw Carbon Mesh. Und das kommt in den Kompressor. So hat man es richtig. Dann fängt er hier auch an, das Ganze zu verarbeiten. Jetzt gucke ich doch nochmal, wie genau das Rezept war für den Massfabrikator. Den baut man nämlich normalerweise auch nicht so oft. Ich brauche zwei von diesen Advanced Maschinenblöcken. Und zwei Advanced Alloys. Die Advanced Alloys, die werde ich jetzt nur ganz grob anschneiden, weil man die dann hauptsächlich für den Atomreaktor braucht, der dann auch in einem späteren Tutorial kommt. Also man braucht die Dinger. Und dann, um einen Advanced oder um Advanced Alloys zu machen, braucht man Barren
Und zwar Bronzebarren, die macht man, indem man so Kupfererz dreimal und einmal Zinn dahin. Kriegt man einmal zweimal Bronzestaub raus. Das im Ofen ergibt logischerweise Bronzebarren. Ich hole mir jetzt mal ein paar mehr Bronzebarren. Drei Stück. Und dann drei Zinnbarren, na gut, vier. Und drei Refined Iron Barren. In der Mitte das Bronze, oben das Refined Iron und unten den Zinn. Ergibt zweimal Mixed Metal Ingots. Würde ich jetzt zu Deutsch grob als Buntmetallbarren übersetzen. Gut, die Mixed Metal Ingots kommen dann da rein in den Kompressor. Und daraus werden Advanced Alloys, die wir jetzt gleich brauchen für den Advanced Maschinenblock, beziehungsweise für den erweiterten Maschinenblock. Aus einem Barren wird jetzt ein Alloy. Und wenn wir damit fertig sind, dann können wir gleich den erweiterten Maschinenblock craften. Mach fertig. So, zwei Stück. Dann gehen wir an die Workbench. Einmal dahin, dann das dahin, das dahin und dann brauchen wir Glowstone Dust, der dann in alle vier Ecken kommt. Jetzt bin ich schon mal weg bestimmt. Da ist er. Viermal. Eins, zwei, drei, vier. Nein. Nein. Ich bin doof, das ist er doch schon. Der Advanced Machine Block, da haben wir ihn. Gut, dann ercheate ich mir jetzt mal schnell den zweiten, denn ihr habt ja gesehen, wie man sich das Ganze craftet. Der war weiter vorne bei den Blöcken. Hier, Advanced Machine Block. Haben wir jetzt zwei Stück. Dann brauchen wir ein Lapotron-Kristall. Den ercheate ich mir jetzt aber direkt. Da auf das Crafting genauer drauf einzugehen, hat keinen großen Sinn, wenn man nicht weiß, was damit anzustellen ist. Das kommt dann später, wenn man halt mit Hochspannung arbeitet. Entschuldigung, dass das hier das einzige Rezept ist, was ich euch erstmal noch nicht zeige. Das kommt dann später bei den verschiedenen Spannungsarten und Stromspeichervorrichtungen. Und wir brauchen Advanced Circuits, also erweiterte Schaltkreise. Dazu nehmen wir uns normale Schaltkreise, brauchen Glowstone, haben wir. Dann brauchen wir Lapis Lazuli. Und Redstone. Den normalen Schaltkreis in der Mitte. Da Glowstone. Da Lapis Lazuli. Und in die vier Ecken Redstone. Macht einen erweiterten Schaltkreis. Ich kann nicht mehr reden. Man kann natürlich das Lapis und das Glowstone auch austauschen. Er gibt genau dasselbe. Macht keinen großen Unterschied. So, dann brauchen wir nochmal vier Glowstone Dust. Die kommen dann in die vier Ecken. Dann kommt der Lapotron-Kristall in die Mitte. Da die beiden Advanced Maschinenblöcke und da die beiden Schaltkreise. Nein. Doch. Ja, es könnte jetzt daran liegen, dass ich mir den Kristall ercheatet habe. Mal gucken, ob das mit dem Kristall besser klappt. Nein. Warum ergibt das jetzt keinen? Da muss ich mir den Kristall doch vielleicht mal per Hand craften. Dann gehe ich da jetzt vielleicht doch mal näher drauf ein und wenn das dann nicht klappt, dann fühle ich mich ein bisschen veräppelt. Und zwar brauchen wir dafür einen, mach ich das hier mal weg, brauchen wir dazu einen Diamanten.
brauchen 9 Redstone, 8 Redstone, den Diamanten da rein, 8 Redstone außenrum. Ergibt einen Energiekristall, der wiederum dient dazu, um Energie für mittlere Spannung zu speichern. Da gehe ich auch im nächsten Tutorial näher drauf ein. Und dann brauchen wir, war das so? Und einen elektrischen Schaltkreis oben und unten. Das ist hier wohl kein Problem. Schaltkreis hatten wir hier. Da, da ist ein Lapatron-Kristall. Gucken wir mal, ob das mit dem besser klappt. Da, 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 da. Die vier dahin und den Kristall. Genau, dann klappt das auch mit dem Massfabrikator. So, den stelle ich mir dahin. Stelle mir da die MFSU hin. Verbinde das Ganze mit einem Fiberglas bzw. Glasfaserkabel. Und gebe hier Strom rein. Jetzt fängt der schon an zu arbeiten. Falls ihr euch übrigens die ganze Zeit schon wundert, warum ich keine Sounds habe, die habe ich in Industrial Craft 2 extra ausgeschaltet. Vielleicht mache ich dazu noch ein separates Tutorial, weil mich stören diese Sounds einfach. Bei euch sind sie ja nach der Installation wahrscheinlich normalerweise an. Und zwar, der ist hier schon auf 20%. Sofern der auf 100% ist, macht er hier ein so eine UU-Matter oder UU-Matter oder UU-Materie oder wie man sie auch immer nennen will. Diese Materie, ich kann sie mir mal kurz ercheaten, kann man dann benutzen, um verschiedene Sachen zu craften. Zum Beispiel macht man das so, hat man 16 Clean Stones, macht man das so, hat man 8 Wood. So, mehr gibt es hier auch nicht. Dann gibt es für 2 Stück, hat man da Wasser. Da hat man Snow und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Rezepte für. Unter anderem kann man sich auch, was man nur mit dieser UU-Metal machen kann, dieses Iridium-Erz machen. Iridium-Erz. Dazu kommen wir aber näher, wenn ich später auf Rüstung eingehe, denn dieses Iridium-Erz braucht man, um Rüstung herzustellen, und zwar die Quantum-Rüstung. Das erkläre ich euch dann aber, wie gesagt, später nochmal. Und aus 9 von den Dingern kann man einen Diamanten machen. Das ist auch ein vollwertiger Diamant, so wie der, den man in der Höhle findet. So, dann gucken wir mal, wie weit der hier ist. 99% springt gleich um auf 100%. Oder hat der noch Strom? Nein. So, jetzt ist er auf über 100%, fängt von vorne an und hat hier diese UU-Metal gemacht, wie gesagt. Den ganzen Prozess kann man beschleunigen, indem man Scrap da rein tut. Jetzt muss ich den nur noch finden. Da, Scrap. Einfach hier in das untere Feld rein. Dann, ihr seht schon, das geht ziemlich schnell. Der Massfabrikator ist auch das einzige Gerät, das direkt Hochspannung verträgt. Man kann da mittlere Spannung, niedrige Spannung oder Hochspannung anschließen. Je nachdem, wie viel Strom der kriegt, desto schneller arbeitet der. Wenn der kein Scrap hat, braucht er genau 1 Million EU oder 1 Million U, um diese UU-Matter zu machen. 1 Million ist eine ganze Menge Strom. Gut, damit, ich kann dies noch mal kurz nachgucken, aber ich glaube, damit habe ich jetzt alle Geräte erklärt. Gucken wir mal durch. Wir haben ja die Generatoren, die kommen dann später. Ja, das sollte von den Grundvoraussetzungen alles sein, also von den Grundlagen für den Mod. Es ist noch bei weitem nicht alles, was man mit dem Mod machen kann. Es sind die Grundlagen.
Gut, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Tutorial wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mich abonnieren für weitere Tutorials. Mich würde es auch freuen, wenn ihr das Video gut oder schlecht bewertet, je nachdem, ob es euch gefallen hat. Wenn es euch ganz toll gefallen hat, würde ich mich auch über einen Favoriten freuen. Sagt es weiter, wenn ihr andere Leute kennt, die auch gerne was über Industrial Craft wissen wollen. Und wenn ihr meint, mein Tutorial ist halt gut genug, dass die das lernen, wie gesagt, weitersagen erwünscht. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!